Mein Name ist Christoph Hundhammer und ich mache unter dem Künstlernamen Juna Lux Indie-Pop-Musik. Bei meiner neuen Single Monsters habe ich versucht, so die Stimmung einzufangen von einem Moment, den man gerade fühlt und den man sehr gerne hat. Man weiß aber, dass dieser Moment bald wieder vorbei sein wird und diesen Moment einfach dieses Gefühl festzuhalten. Im Musikvideo wird das ganz gut wiedergespiegelt. Ja, man sieht es ja am Anfang, dass wir irgendwie an Geld kommen und eigentlich frei sind. Wenn man das Musikvideo dann ganz ansieht, merkt man aber auch relativ schnell, dass irgendwann der Moment kommt, wo die Freude und diese ganze Freiheit auch mal vorbei ist. Die Theresa Martini oder Tess, wie wir sie nennen, hat so meinen Partner in Crime gespielt. Und der Eddie Mussa hat den Detective gespielt. Und ja, ich finde, die beiden haben das mega gut gemacht. Gesichtsausdruck war gut, Eddie. Okay. Du kommst noch, Buff ist noch unten. Also ja. Du bist noch im Lauf. Okay. Du hast sie in einer Hand gehabt beim Laufen. Ja, ja. Okay, und jetzt ziehst du sie hoch. Den ersten Tag haben wir gestartet beim Kieswolf in Straubing und wir haben dann erst angefangen. Ich habe eine Tasche voll Geld in der Hand und werde von Eddie gejagt. Und Action! Und laufe dann Richtung Tessie und drücke ihr die Tasche Geld in die Hand. Ich war erstmal fix und fertig danach, nachdem ich so viel gelaufen bin. Ich mag gar nicht mehr stehen. Ich mag nur noch laufen, ja. Danach sind wir dann noch ein bisschen mit dem Truck rumgefahren, haben dann Szenen im Auto oder von außerhalb gefilmt. Und beim Sonnenuntergang haben wir noch ein paar Szenen, wo die Tessie und ich so getanzt haben, eingefangen. Tanzt mal mehr miteinander, tauscht Plätze. Und dann hat es tatsächlich eigentlich richtig Spaß gemacht, was ich eigentlich überhaupt nicht gedacht hätte, dass das irgendwie mir Spaß machen könnte, diese Szene. Am zweiten Drehtag, da waren wir im Gatsby in Regensburg. Tessie und ich freuen uns, dass wir das Geld haben und feiern da und trinken und schmeißen mit Geld rum. Und tanzen und Geld! Und ja, genießen einfach unser Leben, weil wir uns unbesiegbar fühlen, bis uns der Eddie dann auf die Schliche kommt. Den Tag angefangen mit relativ dunklen Szene, mit der Glühbirne in der Mitte, wo Tessie und ich uns anschauen, die eher die Gefühlswelt und das Unterbewusstsein von Tessie widerspiegeln. Das ist eigentlich kein reales Szenario und da merkt man einfach, dass man sich im ganzen Musikvideo eigentlich in so einer Traumwelt, aber irgendwie auch nicht in der Traumwelt befindet. Und jetzt roll dich da ein. Also für mich war es auf jeden Fall es waren sehr interessante Tage, weil ich habe ja überhaupt keine Schauspielerfahrung. Und es war schön zu sehen, dass so lange an einem Take gearbeitet wurde, bis er halt cool ist. Und bis ich den dann selber cool gefunden habe. Und man ist dann von Stunde zu Stunde ist man mehr reingekommen und hat sich mehr getraut. Du darfst mich schon mehr nach hinten drücken. Also ich bin mit dem Musikvideo mega happy, weil was mir ganz wichtig ist und was das Video auch schafft, dass es den Vibe und die Stimmung einfach von dem Song so gut widerspiegelt. Also es hat die Emily auch sehr gut geschafft, die Story dem Song anzupassen oder einfach so ein Gesamtpaket zu schaffen. Oh mein Gott, das hat die schlechte Es war auf jeden Fall sehr schön, in einem großen Team zusammenzuarbeiten, weil man hat bei jedem Einzelnen gemerkt, dass er das, was er gemacht hat, einfach perfekt konnte und darum ist das Ergebnis dann, glaube ich, auch so cool geworden, wie es geworden ist. Was macht man als Corner Company mit so viel Geld? Wegschmeißen.